Ja, die finanzielle Situation beim Bund, bei den Ländern, in den Kommunen ist überall schwierig, aber sie ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch Ausnahmen, Regionen, Länder, Kommunen, denen es besser geht. Für alle gleich ist, dass es uns zurzeit wieder sehr viel besser geht als vor 2 Jahren, als wir die große Wirtschaftskrise hatten. Und dieses führt auch dazu, dass die Kommunen wieder erheblich steigende Einnahmen haben. Bei uns im Landkreis Hameln-Pyrmont sind wir jedoch nicht auf Rosen gebettet. Hier ist besonders interessant die Höhe der Schulden unseres Landkreises. Diese Schulden haben sich in den letzten 6 Jahren im Durchschnitt pro Jahr um 10 Millionen erhöht. Hatten wir 2007 noch 85 Millionen Euro Schulden, haben wir in diesem Jahr, am Ende dieses Jahres, rund 130 Millionen Schulden. Das ist eine Höhe von 830 Euro pro Bewohner. Wichtig ist, dass bei diesen Schulden alle Schulden des Landkreises gezählt werden, wenn man sich miteinander vergleicht. Wenn der Bund nur die langfristigen Kredite als Schulden zählt und die Überziehungskredite auf dem Überziehungskonto nicht mitrechnet, dann bin ich sicher, dass die meisten Bürger dieses richtig verstehen. Denn die Kommune hat es nicht anders als wir als Bürger. Die Bank will alles Geld verzinst haben und will alles Geld zurückbekommen. Bei uns im Landkreis haben wir inzwischen auf dem Überziehungskonto 80 Millionen Schulden und im langfristigen Bereich 50 Millionen Schulden. Ich kann es nicht verstehen, warum dieses verniedlicht wird, warum hier so getan wird, als ob es uns hier besser geht. In diesem Zusammenhang kann ich schon überhaupt nicht mehr verstehen, warum man so tut, als hätte dieser Landkreis erhebliche Rücklagen, als hätte er ein Sparschwein voll und könne damit für die Zukunft planen und das Geld ausgeben. Dieses ist leider nicht richtig. Wenn der Landrat sagt, wir hätten zurzeit 85 Millionen auf dem Konto, dann ist dieses sicherlich richtig. Er vergisst aber dazu zu erwähnen, dass von diesen 85 Millionen in diesem Jahr noch 50 Millionen ausgegeben werden müssen für Rechnungen, die wir bezahlen müssen, weil wir davon zum Beispiel ein Krankenhaus oder weil wir davon Schulen gebaut haben. Diese Rechnungen sind offen, sodass wir nach den Planungen des Landkreises am Ende dieses Jahres noch 35 Millionen rund auf der hohen Kante haben werden. Von diesen 35 Millionen sind 20 Millionen auch noch in den nächsten Jahren verplant für Investitionen, die wir im Bereich der Schulen, im Bereich der Straßen, im Bereich der Kindergärten hier umsetzen wollen. Danach wird dieses Sparschwein weitestgehend leer sein. Hier ist dann noch eine Restsumme von 14 Millionen, die dann für die nächsten Jahre für die Investitionen sicher nicht mehr ausreichen wird. Wir müssen in den Jahren ab 14 unser Geld wieder verdienen, das heißt mehr einnehmen als ausgeben, um investieren zu können. Dies ist auch deswegen wichtig, weil wir aufgrund unserer schwierigen finanziellen Situation von unserer Kommunalaufsicht ein Kreditaufnahmeverbot bekommen haben. Wir dürfen zurzeit also keine neuen langfristigen Schulden aufnehmen. Dieses macht deutlich, wie schwierig die Situation ist, und dieses ist ein Ergebnis dessen, dass die Schulden in 7 Jahren Butte jedes Jahr um 10 Millionen gestiegen sind.